Wir haben alle Corona überlebt. Wir sind ein Jahr älter geworden. Wir sind auch ein Jahr, hoffe ich, klüger geworden. Und ich denke, die Zukunft unserer Firma steht nicht auf dem Spiel. Im Gegenteil, wir freuen uns auf die Herausforderungen der Zukunft. Ich bin Knut Paas, ich betreibe die Aral-Tankstelle in Fronten im Ostallgäu. Ja, hallo, mein Name ist Kurt Kreidemeier, ich betreibe die BK-Tankstelle in Immenstadt im Allgäu. Mein Name ist Frank Sinek und ich betreibe die BK-Tankstelle in Sonthofen. Also am meisten Spaß bei meiner Einfahrt macht mir natürlich, dass ich sehr unabhängig sein kann. Ich muss mich jetzt nicht an gewisse Vorgaben von den großen Möcks gestalten. Ich kann ein Bistro selber gestalten. Ich kann sagen, ich möchte die Ware an einem speziellen Ort haben. Ich kann meine Aktionen selber gestalten, wie ich sie gerne hätte. Regionalität, was wir gerade gehört haben, was der Kunde gerade möchte. Und der Kunde kann mir zum Beispiel sagen, was er gerne hätte. Und ich kann es dadurch auch ins Programm holen für mich selber und kann sagen, okay, das läuft sogar ganz gut. Ich betreibe seit 2020 die Tankstelle bei der BK, weil ich mich für die BK entschieden habe, nachdem ich für mehrere Gesellschaften Tankstellen betrieben habe, dass es das fairste Unternehmen ist in dieser Branche, die auch uns noch was verdienen lassen und nicht nur für sich selber arbeiten, uns unsere Freiheiten lassen, uns agieren lassen und einfach fair zu uns sind. Ich bin gerne Partner von der BK, weil ich selber selbstständig entscheiden kann, mein Sortiment, die Preise, Preisgestaltung im Shop und Benzinkontor AG ist wie eine große Familie, wo man zusammengehört. Also ich bin gerne Partner bei der BK aus folgenden Gründen. Erst einmal lässt man mich selber viel machen. Ja, deswegen kann ich da auch keinen großen Druck spüren. Das ist eben die zweite Sache bei mir auch ganz klar, dass man eben nicht ständig alle zwei Monate Report erzählen muss und sagen muss, ja, leider ist uns das momentan nicht so gelungen, weil oder es geht, läuft ganz gut, sondern man bekommt einfach auch das Gefühl, dass man eben zu einem größeren Ganzen gehört und dass man eben auch von unten anfängt, dass sich nach oben weiterspiegelt und dadurch wird es dann auch angenehmer zu erfahren, welche Erfolge man selber zu buchen hat und was man vielleicht beigetragen hat zum größeren Ganzen. Die letzten zwei Jahre, Corona-bedingt, ist klar, 2019 30% weniger Umsatz. Das hat sich ein bisschen verschoben, weniger Benzin, mehr Shop-Bereich, aber im Prinzip 30% weniger Umsatz. Ja, das Tankstellengeschäft wird sich entwickeln in Richtung E-Fahrzeuge, wird sich wahrscheinlich stark wandeln, aber die genauen Prognosen dafür, glaube ich, weiß noch niemand. Wir müssen abwarten. Ja, das Thema synthetische Kraftstoffe ist ein ganz wichtiges, vor allem auch für ja, Pächter von Tankstellen, weil sie das Businessmodell auch erhalten können. Das ist die eine Sache. Viel wichtiger ist aber, dass klimaneutrale Kraftstoffe benötigt werden, damit wir die Klimaziele von 2050 auch realistisch schaffen können. Wir brauchen die Technologieoffenheit, um eben den Temperaturanstieg auf unter 2 Grad zu halten. Und das können wir nicht nur mit der E-Mobilität erreichen. Wir brauchen die synthetischen Kraftstoffe und dafür stehen wir ein. Dafür kommunizieren wir auch, dass das Thema in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird und wir mehr synthetische E-Fuels, so heißt das Thema, dann auch an den Tankstellen bekommen. Eine wichtige Frage war mir immer die Freiheit und die Verteidigung der Freiheit gegen jede Bevormundung. Denn nur so geht unsere Wirtschaft weiter. Nur so geht auch unsere Forschung weiter. Aber ich empfinde zurzeit bei uns ein Klima der Bevormundung. Und viele wollen sich auch bevormunden lassen. Das ist ja bequemer, wenn man für alles Gesetze hat und nie selber denken muss. Aber ich meine, wir haben doch irgendwann auch ein Hirn bekommen. Wenn ich ganz stolz auf die Firma BK bin, unsere Kunden tanken bei der Susi oder bei Manfred, einfach weil die zum Ort gehören. Unsere Partner arbeiten mit uns zusammen, zum Teil schon bis in die dritte Generation an derselben Station. Und im Endeffekt sind wir, glaube ich, inzwischen fast so etwas wie eine große Familie geworden.